Am 10. Januar gab es im Magdeburger Zoo Nachwuchs bei den gefährdeten Rothschild-Giraffen. Giraffendame Fleur bekam ihr mittlerweile fünftes Kind, einen kleinen Bullen. Nur 6 Tage nach der Geburt präsentierte der Zoo das schon fast 2 Meter große Giraffenbaby der Presse. Die kleine Giraffe ist schon der dritte Nachwuchs, der dem Magdeburger Zoo in den letzten Wochen beschert wurde. Nach den 4 weißen Löwen zu Weihnachten und dem kleinen Tapir-Mädchen Lucy, nun also ein kleiner Giraffenbulle. Dass es ein männliches Tier ist, konnte erst tags zuvor festgestellt werden, denn bis dahin schirmte es die Mutter auch vor den Tierpflegern ab und kümmerte sich fürsorglich um ihren Nachwuchs, während Vater Zuchtbulle Yoda das Ganze immer aus sicherer Entfernung betrachtet, aber immer wieder den Kopf zu seinem Kleinen hinunterbeugt. Große Freude also beim ganzen Team. Ja, unser Rothschild-Giraffenfamilie hat Nachwuchs bekommen. Der kleine Rothschild-Giraffenbulle ist jetzt 6 Tage alt und wie wir eben gerade sehen konnten, er ist sehr agil schon unterwegs in seinem Gehege. Was ist das Besondere daran, dass gerade diese Giraffenart Nachwuchs bekommen hat? Ja, also dazu muss man wissen, dass Rothschild-Giraffen zu den seltenen Unterarten der Giraffen gehören. Und im Dezember 2016 hat die Weltnaturschutzorganisation ja auch die Giraffen hochgestuft im Status. Sie sind jetzt eine bedrohte Tierart. Giraffen gelten jetzt als bedroht. In den letzten 30 Jahren haben sich die Giraffenbestände um bis zu 40% verringert. Rothschild-Giraffen gehören zu den seltensten Giraffenunterarten im Freiland mit einem Bestand von 1671 Tieren. Durch die Beteiligung des Magdeburger Zoos am europäischen Zuchtprogramm für Giraffen trägt der Zoo aktiv zum Schutz des größten Landsäugetiers der Erde bei. Die Geburt des Jungen verlief übrigens ohne Komplikationen. Es ist sehr prächtig entwickelt. Es hat nämlich schon eine stattliche Größe von 1,90 Meter. Das ist recht groß, also schon in den ersten 6 Tagen sogar ein Stückchen gewachsen. Richtung 2 Meter ist nicht mehr fern. War die Geburt eine Überraschung? Wir haben damit gerechnet, dass im Januar wahrscheinlich eine Giraffe geboren wird. Das hat sich schon abgezeichnet bei unserer Giraffenmutter Fleur. Sie hatte doch schon sehr am Bauchumfang zugenommen, sodass wir auf diese Geburt auch eingestellt waren. Also so eine Giraffengeburt ist für das gesamte Zoo-Team immer eine große Freude. Die Kollegen konnten die Geburt hier auch verfolgen. Gleich zum Dienstbeginn lugte schon ein kleines Beinchen hervor. Und es hat dann auch nicht sehr lange gedauert, bis dann die Geburt im vollen Gange war. Alles lief komplikationslos, da auch die Giraffenmutter Fleur ja bereits ihr 5. Jungtier hier zur Welt gebracht hat. Und sie ist damit eine sehr erfahrene Giraffenmutter. Ist für den Nachwuchs jetzt alles überstanden oder können da noch Risiken auftreten? Also gewöhnlich wartet man da schon immer noch einen Zeitabschnitt ab. Aber es ist recht gut entwickelt, sodass wir da gar keine Sorge haben. Also es wird sicherlich gut aufwachsen. Bleibt noch die Frage der Namensgebung. Wer legt den fest oder gibt es eventuell wieder eine Abstimmung unter den Zoofreunden? Ah, das haben wir noch nicht entschieden. Das werden wir in den nächsten Tagen denn entscheiden. Da sind die Tierpfleger auch ein bisschen abergläubisch. Da wartet man tatsächlich immer gut 3-4 Wochen ab bei einem Jungtier. Und dann werden wir entscheiden, ob das aus den eigenen Reihen gemacht wird oder ob es vielleicht wieder ein Namensvoting gibt. Fleur, die Mutter, ist 13 Jahre alt. Sie kam im März 2009 gemeinsam mit ihrer Tochter Femke aus dem Zoo in Arnheim in den Niederlanden nach Magdeburg. Vater Yoda ist 9 Jahre alt und wurde im Safaripark Pogre in Frankreich geboren. Der Zuchtbulle ist seit Oktober 2015 im Magdeburger Zoo. Wie lange der kleine Giraffenbulle in Magdeburg bleiben kann, steht noch nicht fest. Ja, also vorläufig bleibt natürlich das Giraffenkalb bei seiner Mutti, ganz klar. Irgendwann wird es da auch eine Entscheidung geben. Wir sind im europäischen Haltungszuchtprogramm auch für Giraffen aktiv. Und da wird man dann schauen, vielleicht wird dann der Giraffenbulle eines Tages in einem anderen Zoo für weitere Zuchterfolge sorgen können.
Aber erst einmal sorgt es sicher für viel Freude nicht nur bei den Zoo-Mitarbeitern, sondern auch bei den Besuchern.